In den Gesellschaften des globalen Nordens definieren wir uns ganz stark über unsere Eigentumsrechte. Und dann liegt es doch nahe, dass wir uns diesen starken Eigentumsschutz zunutze machen für die ökologische Nachhaltigkeit, um Natur zu schützen. Welche Rechte hat die Natur? Herzlich willkommen zum DFG-Exkursgespräch. Heute mit Professor Thilo Wiese. Er ist Professor für praktische Philosophie an der Universität Oldenburg. Unter anderem auch Projektleiter im DFG-Sonderforschungsbereich Strukturwandel des Eigentums und Projektleiter in der DFG-Forschungsgruppe Freiwilligkeit. Herzlich willkommen, Professor Wiese. Vielen Dank, Herr Büchse. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich freue mich auch sehr und vor allem auf die Beantwortung, welche Rechte hat denn die Natur? Ja, also die Natur hat Rechte in zahlreichen Ländern der Welt. Es gibt mittlerweile 200 Fälle geltender Rechte der Natur oder ökologischer Eigenrechte, wie man auch sagt. Und alles begann 2006 in den USA, in einem kleinen County, Tamaqua County in Pennsylvania. Dort wurde einem Ökosystem erstmalig eigene Rechte zugesprochen. Und diese Rechtspraxis hat sehr schnell Schule gemacht. Ich nenne mal einige Meilensteine. In Ecuador hat die Natur Verfassungsrang, also Artikel 71 der äquatorianischen Verfassung, billigt der Natur eigene Rechte zu. In Neuseeland gibt es einen Fluss, den Whanganui River. Dieser Fluss ist ein Rechtssubjekt. Er besitzt all die gleichen Rechte, die auch die Anwohnerinnen dieses Flusses haben. Und noch ein wichtiges Datum, nämlich vor 2 Jahren, 2022, wurde in Spanien der Salzwasserlagune Mar Menor eigene Rechte verliehen. Zum ersten Mal also in der Europäischen Union, und was in einem Mitgliedstaat der Union möglich ist, ist grundsätzlich in allen anderen Mitgliedstaaten auch möglich. Dass wir uns heute über dieses Thema unterhalten, ist ja kein Zufall, weil ich glaube, vor 100, 200, 300 Jahren wäre es den Menschen absurd vorgekommen, vielleicht zumindest denen in unserem Kulturkreis, über Rechte der Natur zu sprechen. Aber wir merken, wir kommen an eine Grenze, der Klimawandel bedroht uns und es machen sich immer mehr Leute Gedanken darüber, was können wir tun, um Natur anders zu behandeln. Und die Idee der Natur, Rechte zu geben, ist doch eine, wie ich finde, gerade ganz spannende und auch populäre. Ist es wirklich eine Frage der unterschiedlichen Kultur, ob ich jetzt erst auf diesen Gedanken komme oder haben den andere Kulturen schon länger als wir? Ja, ich hoffe, es ist keine Frage der Kultur. Aber erstmal fällt auf, dass die Rechtspraxis ökologischer Eigenrechte insbesondere im globalen Süden stark verbreitet ist. Ich nannte schon Neuseeland. Es ist aufgrund eines Rechtsstreits zwischen den Maoris und der Krone entstanden. Und in Lateinamerika beruft man sich sehr häufig auf die Kultur des Pachamama. Das sind auf den allerersten Blick kulturspezifische oder religionsspezifische Rechtspraktiken. Und ich glaube, es sollte dabei nicht bleiben. Wir müssen sozusagen in unseren Gesellschaften des globalen Nordens in unsere eigenen Rechtstraditionen und Rechtslogiken schauen. Gibt es da nicht Anknüpfungspunkte, um diese Praxis zu übernehmen? Wir können sie nicht einfach eins zu eins kopieren, aber wir können von ihnen unglaublich viel lernen. Erstens, dass es überhaupt möglich ist, Ökosystemen eigene Rechte zu verleihen. Siehe ecuadorianische Verfassung, die Natur kann sogar Verfassungsrechte besitzen. Zweitens können wir lernen, dass es eine Praxis ist. Es ist nicht nur sozusagen ein Papierstück, nur ein verschriftliches Recht, sondern es ist ein ausgeübtes Recht. Es gab anfangs auch in Ecuador, in Neuseeland so Kinderkrankheiten, die konnte man schnell ausräumen. Und ich finde, von dieser Rechtspraxis, insbesondere des globalen Südens, können wir im globalen Norden sehr viel lernen. Jetzt ist es wahrscheinlich für uns schwieriger, Natur als etwas zu begreifen, das, ich weiß nicht, in unserer Wortwahl wäre es dann Mutter Natur oder dass Natur so einen gottheitgleichen Status hat, wie das vielleicht auf der Südhalbkugel viel weiter verbreitet ist. Woran könnten wir denn in unserer Kulturgeschichte anknüpfen, um der Natur unter Umständen mehr Rechte zu geben? Ja,
Also wir haben ganz vielfältige Beziehungen zur Natur. Wir können die Natur schön finden. Das ist ein ästhetisches Naturverhältnis. Also häufig gehen wir sogar in die Knie vor der Schönheit der Natur. Wir können aber auch ein ethisches Verhältnis zur Natur haben, indem wir zum Beispiel uns an der Natur erfreuen und uns wohl befinden. Wir können Demut vor der Unendlichkeit und Größe der Natur empfinden. Das möchte ich alles gar nicht bestreiten. Das sind ganz wichtige Naturbeziehungen, die zum Teil auch verloren gegangen sind. Die müssen gestärkt werden. Aber ich glaube, das Problem besteht darin, dass unsere Gesellschaften durch das Recht organisiert werden. Und insbesondere durch das Eigentumsrecht. Jedenfalls die Bearbeitung der Natur ist ganz stark organisiert durch das Eigentumsrecht. In den Gesellschaften des globalen Nordens definieren wir uns ganz stark über unsere Eigentumsrechte. Und die Eigentumsrechte haben stets eine stärkere Geltung als Schutzrechte, als Naturschutzrechte, Tierschutzrechte, Umweltschutzrechte. Und dann liegt es doch nahe, dass wir uns diesen starken Eigentumsschutz zunutze machen für die ökologische Nachhaltigkeit, um Natur zu schützen. Deswegen wäre mein Vorschlag, dass wir genau dort ansetzen, wo eigentlich das Problem beginnt, bei den Eigentumsrechten, und jetzt nicht das Eigentum abschaffen oder ein ganz neues Eigentum erfinden, sondern dass wir schauen, welche Anknüpfungspunkte gibt es in unseren geltenden Eigentumsrechten, um sie der Natur zu übertragen, dass die Natur Rechte hat und insbesondere Eigentumsrechte. Aber da muss ich wirklich sagen, ging bei mir gerade schon so eine kleine Allergie los, wo ich dachte, Eigentumsrecht, da müssen wir anfangen. Ja, ist das nicht der Inbegriff der Freiheit, die wir so stark erkämpft haben in Europa, dass wir besitzen dürfen und auch verfahren dürfen mit unserem Besitz, wie wir wollen? Wenn jetzt Eigentumsrechte beschränkt werden, ist das dann nicht auch das Öffnen der Büchse der Pandora? Ja, also ich kann einerseits diese Bedenken sehr gut nachempfinden, aber mir geht es gar nicht so sehr darum, dass wir unsere Eigentumsrechte schwächen oder dass wir sie abschaffen, sondern wir sollten unsere Eigentumsrechte zu dem machen, was sie nämlich eigentlich sind, Schutzrechte. Und Sie haben vollkommen recht, also das untersuche ich in meiner Eigentumsforschung auch, das Verhältnis von Freiheit und Klimapolitik, und da stelle ich mir im Grunde zwei Fragen. Zum einen die Frage ist, inwiefern Freiheit, Freiheitsrechte und freiheitliche Gesellschaftsformation mitverantwortlich sind für die Ökologiekrisen. Und das ist nicht nur die Erderwärmung, das ist auch das Artensterben, die Globalvermüllung und die Ressourcenerschöpfung. Und da spielen Eigentumsrechte eine wichtige Rolle. Also Eigentumsrechte sind ganz zentrale Freiheitsrechte. Und genau diese Freiheitsrechte, diese Eigentumsrechte haben eben dazu geführt, wo wir heutzutage stehen. Das ist sozusagen die Kritik, dass wir Eigentum als mitursächlich für die Ökologiekrisen begreifen sollten. Aber ich glaube auch, in den Eigentumsrechten und in unserem Freiheitsverständnis liegt auch ein Lösungsansatz. Deswegen muss man Eigentum und Freiheit jetzt nicht einschränken oder abschaffen irgendwie. Es ist ja eher umgekehrt so, dass Freiheitsrechte einschließlich Eigentumsrechte immer stärker gelten als Klimaschutzrechte, Naturschutzrechte. Und dadurch erscheint Klimaschutz und Naturschutz immer als eine Beschränkung der Freiheit. Stets stehen Klimaschutzrechte unter dem Rechtfertigungsdruck, warum sie institutionalisiert werden sollten. Es sollte doch umgekehrt sein, dass selbstverständlich wir Freiheits- und Eigentumsrechte ausüben sollten, aber immer unter den Vorbehalt der ökologischen Nachhaltigkeit. Dass sozusagen die Beweislast bei den Eigentümern liegt, ein Eigentumsverständnis oder auch Eigentumspraktiken auszuüben, gegenüber der Natur, die nachhaltig sind. Also es geht auch um die Frage, wo liegt eigentlich die Beweislast? Und bisher ist es immer so, dass Naturschutz als Beschränkung von Freiheit begriffen wird. Und ich finde, wir sollten den Fokus umlenken auf die Eigentumsrechte und fragen,
muss nicht sozusagen Eigentum gerechtfertigt werden in Bezug auf Natur? Das würde bedeuten, die Natur wäre eine juristische Person. Sie hat selbst Eigentumsrechte. Und wenn ich eingreifen will in die Natur, dann ist es ein Eingriff in den Eigentum dieser. Und der kann leichter abgewendet werden, weil das Eigentum so stark geschützt ist in unserem Rechtsverständnis. Ja, richtig. Es gibt eben den einen Fall, den ich schon nannte, den Whanganui River in Neuseeland. Und dieser Fall zeichnet sich dadurch aus, dass jetzt hier nicht gesagt wird, wie häufig in Lateinamerika, was auch natürlich vollkommen richtig ist, dass die Natur substanzielle eigene Rechte hat. Ganz unabhängig von Menschen hat die Natur eigene Rechte, sondern in Neuseeland in Bezug auf den Whanganui River wird gesagt, der Fluss hat die gleichen Rechte wie die Menschen. Also der Fluss hat die gleichen Rechte wie die Anwohnerinnen dieses Flusses. Und das schließt eben Eigentumsrechte mit ein. Natürlich dürfen Anwohnerinnen den Fluss nutzen. Sie haben dann Anleger und haben dann eben auch ein Boot oder können auch fischen und können auch die Schönheit des Flusses genießen und schwimmen gehen etc. Aber der Fluss gehört ihnen nicht alleine. Der Fluss hat die gleichen Eigentumsrechte wie sie auch. Und deswegen ist der Fluss immer auch gleichzeitig fremdes Eigentum für die Anwohnerinnen. Und fremdes Eigentum verpflichtet immer zu einem sorgfältigen Umgang oder in Bezug auf Natur gesprochen zur ökologischen Nachhaltigkeit. Denken Sie an ein Buch, das Sie aus einer öffentlichen Bibliothek entleihen. Sie dürfen dieses Buch nutzen, aber Sie dürfen es nicht zerstören. Sie dürfen nicht Seiten rausreißen. Sie dürfen es auch nicht verkaufen. Warum nicht? Weil es nicht Ihr Eigentum ist. Es ist öffentliches Eigentum, es ist fremdes Eigentum. Und deswegen dürfen Sie es zwar nutzen, Sie sind aber immer zu einer, Sie haben immer eine Sorgfaltspflicht. Und ich glaube, mit der Natur verhält es sich genauso, dass Menschen dürfen die Natur nutzen, aber sie nutzen dann immer auch fremdes Eigentum. Und dieses fremde Eigentum verpflichtet sie eben zu einer nachhaltigen Nutzung. Wie würde das in der Praxis aussehen? Also wenn ich in der Bücherei ein Buch ausleihe, aber nicht zurückbringe, kriege ich Ärger mit der Bibliothekarin oder dem Bibliothekar, der vertritt quasi das Gemeinwohl und fordert von mir vielleicht eine Entschädigung ein. Wenn ich jetzt aber den Fluss verschmutze, wer vertritt die Natur? Wer hat diese Aufgabe? Ja, das ist die Frage nach der Stellvertretung. Und klar, ein Fluss kann nicht vor Gericht ziehen, ein Fluss kann sich auch nicht eigene Rechte geben. Aber das ist uns gar nicht so fremd, der Gedanke, dass in diesem Fall die Natur vertreten werden muss. Das kennen wir gegenwärtig in vielen Rechtspraktiken des Kindeswohles zum Beispiel. Auch Kinder, wenn sie sehr jung sind, können nicht sich eigene Rechte geben im Parlament, können nicht vor Gericht ziehen, sondern es wird stellvertretend für das Kindeswohl geachtet. Und wir haben das ja auch in all unseren Schutzrechten, die wir schon haben. Tierschutzrechte, Umweltschutzrechte. Hühner können auch nicht vor Gericht ziehen. Deswegen muss stellvertretend für die Tiere eine Institution oder Personen es erlaubt sein, vor Gericht zu ziehen. Und es muss eben im Parlament sozusagen auch jemand institutionalisiert sein, der auf die Einrichtung solcher Rechte achtet. Und das Gleiche können wir uns in Bezug auf die ökologischen Eigenrechte auch vorstellen. Und da können wir wirklich auf sehr viele Erfahrungen des globalen Südens zurückgreifen. Es gibt am Whanganui River in Neuseeland dann eine staatliche Behörde, deren Aufgabe es ist, auf die Einhaltung der Rechte dieses Flusses zu achten. Diese Behörde ist paritätisch zusammengesetzt. Es sind Anwohnerinnen vertreten. Es ist die Landesregierung vertreten. Es sind aber auch sehr viele Maoris vertreten. Und so wie bei jeder Neugründung einer Institution knirscht es erstmal, aber man berappelt sich auch einfach. Und zurzeit funktioniert das eigentlich sehr gut, dass man eben auch für einen Fluss stellvertretend dessen Rechte vor Gericht wahrnehmen kann. Machen wir es noch beispielhafter.
bei einem Verletzen von Rechten? Gut, braucht es jemand, der vertritt? Wie ist es bei einer Nutzung, die wir heute total gewohnt sind? Also sagen wir, Sie haben vorhin erwähnt, den Bergbaukonzern, der ein Mineral abbauen will oder eine Ressource. Oder der Waldbesitzer, der auch Holz schlagen möchte und verkaufen möchte. Das ist ja durchaus auch im Sinne der Gesellschaft. Wie könnte so etwas geregelt werden, damit es nachhaltig passiert? Ja, also die Rechte der Natur ist erstmal ein sehr weites Feld. Ne? Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Vorstellungen und Praktiken, die aber alle sozusagen übereinstimmen in der Vorstellung, dass der Inhalt dieser ökologischen Eigenrechte der Erhalt der Natur ist. Ne? Es geht gar nicht darum, welche Rechte das jetzt insbesondere sind. Sind das jetzt Eigentumsrechte? Ist das ein Recht auf Existenz oder auf Regeneration? Wichtig ist, dass der Inhalt der Rechte der Natur immer der Erhalt der Natur ist. Und deswegen ganz konkret auf ein Beispiel heruntergebrochen. Wenn Sie einen Wald nutzen, wir brauchen Holz für Möbel beispielsweise, einen Tisch, an dem ich gerade sitze, dann müssen wir sozusagen auch Bäume fällen. Wir müssen einen Wald vielleicht abforsten, weil vielleicht auch eine Stadt expandieren muss und wir diese Fläche benötigen. Aber es geht sozusagen um den Erhalt eines Ökosystems. Und wenn wir sozusagen einzelne Bäume dem Wald entnehmen, dann geht es eben darum, dass wir dem Baum nur so viele Bäume entnehmen dürfen, damit er sich erhalten kann, damit er sich regenerieren kann. Müssen wir einen gesamten Wald abforsten, aus welchen Gründen auch immer, dann sind wir verpflichtet, ein gleichwertiges Ökosystem, das heißt einen Wald an einer ähnlichen Stelle zu errichten, also Aufforstung wieder, kennen wir auch. Und die Praxis ist häufig in Bezug auf Ausgleichsflächen, dass dann eine minderwertige Fläche genommen wird. Und wichtig ist, dass es wirklich hier um gleichwertige Kompensation handelt. Und was wäre der große Gamechanger, wenn das nun mit Rechten der Natur funktioniert und eben nicht mit Schutzrechten, wie wir sie heute zum Teil ja auch schon kennen, was jetzt Ausgleichsflächen anbelangt, Naturschutz oder eben ja, vielleicht eine Kompensation von einem Schaden, den man anrichtet. Das passiert ja heute auch schon. Ja, also der große Unterschied zwischen den ökologischen Eigenrechten, die es, wie gesagt, weltweit schon gibt, wenn auch nur vereinzelt, und unseren bestehenden Schutzrechten ist der, dass bei unseren bestehenden Schutzrechten die Natur nur ein Objekt ist. Ne? Es ist sozusagen ein Objekt, über das Rechte, auch Eigentumsrechte, ausgeübt werden. Bei den ökologischen Eigenrechten ist es nun so, dass die Natur nicht nur ein Objekt ist, sondern selbst ein Subjekt ist. Sie hat eigene Rechte. Und dadurch wird der Naturschutz ökologische Nachhaltigkeit nicht mehr verhandelbar. Das kennen wir auch bei Menschenrechten oder Bürgerrechten. Sofern eine natürliche Person Rechtsträgerin ist von Grundrechten, können wir nicht einfach abwägen und sagen, okay, wir missachten mal hier das eine Recht zugunsten eines anderen Rechts. Also ökologische Nachhaltigkeit wird dadurch einfach nicht mehr verhandelbar. Das ist sozusagen ein konzeptueller Vorteil erst einmal. Was sich aber auch ändert, ist, dass wenn die Natur Eigentumsrechte besitzt und wenn Menschen, wenn sie denn die Natur nutzen, immer auch fremdes Eigentum nutzen, dann dürfen wir oder dann darf für diese fremde Nutzung eben auch eine gewisse Gebühr erwartet werden. Nochmal das Beispiel vielleicht aus der Bibliothek, als Mitglied einer öffentlichen Bibliothek bezahle ich eine geringe Gebühr. Diese Gebühr wird eingesetzt für den Erhalt dieser Institution. Das gleiche mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich bezahle eine geringe Gebühr, die eingesetzt wird dafür, dass es überhaupt diesen öffentlichen Verkehr gibt. Und so ist es auch dann bei den ökologischen Eigenrechten der Natur. Es fällt eine gewisse Gebühr an für die Naturnutzung. Und diese Gebühr wird für dreierlei eingesetzt oder sollte für dreierlei eingesetzt werden. Erstmal, um den Erhalt eines Ökosystems zu finanzieren. Also auch
Die Wiederaufforstung, um das genannte Beispiel zu nennen, kostet Geld. Woher kommt das Geld? Das Geld kommt aus den Gebühren, die bei der Naturnutzung anfallen, weil nämlich fremdes Eigentum genutzt wird. Zweitens wird diese Gebühr genutzt, um eben auch soziale Maßnahmen zu finanzieren. Also wir sprechen ja häufig und zu Recht von einer sozialökologischen Transformation, weil die Umsetzung von ökologischen Nachhaltigkeitsmaßnahmen immer auch soziale Effekte hat. Wenn wir sozusagen den Kohleabbau einschränken oder ganz abschaffen, gehen Arbeitsplätze verloren. Und wir müssen sozusagen neue Arbeitsplätze schaffen. Das kostet Geld. Woher kommt dieses Geld? Aus den Gebühren der Naturnutzung. Und drittens werden diese Gebühren eingesetzt, um auch Alternativen zu entwickeln. Also der Wald, den ich genannt hatte, ist ein Beispiel regenerativer Ressourcen. Der Wald kann sich erneuern und man kann dafür Sorge tragen, dass auch bei einer Bewirtschaftung des Waldes der Wald die Möglichkeit haben muss, sich zu regenerieren. Das können wir bei Bodenschätzen zum Beispiel nicht, also bei der Ölförderung zum Beispiel oder bei dem Abbau von Sand. Das sind nicht regenerative, nicht erneuerbare Ressourcen. Und wir müssen also sozusagen wegkommen von der Nutzung dieser nicht erneuerbaren Ressourcen. Und wir müssen dann Alternativen entwickeln. Das haben wir in Bezug auf die Nutzung von fossilen Energieträgern ja gemacht, indem wir nachhaltige Energieträger einsetzen. Aber auch das kostet Geld. Woher kommt dieses Geld? Aus den Gebühren der Naturnutzung müssen eben auch Alternativen finanziert werden. Die Erforschung, aber auch die Umsetzung dann von Alternativen, die uns eben wegführen von der Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen. Jetzt mag der ein oder andere sagen, naja, das ist hier, der Wiege ist ein Philosoph, eine Vision, die ist vielleicht weit weg. Aber ich meine, es gibt in unserem Rechtsverständnis ja auch beim Eigentum immer auch den Zusatz Eigentum verpflichtet. Soweit sind wir vielleicht gar nicht weg von genau den Gedanken, die Sie gerade ausgeführt haben. Und bei spätestens einer Naturnutzungsgebühr müsste ja das Herz vieler Kommunen und Deutschen höher schlagen. Das ist doch tief in unserer DNA, glaube ich, veranlagt, in Gebühren zu denken. Deswegen, lieber Professor Wiege, herzlichen Dank für diese Gedanken, Natur als Subjekt betrachten. Und wer noch mehr zu dem Thema erfahren möchte, tiefer einsteigen möchte, es gibt ein aktuelles Buch, Die Rechte der Natur, erschienen im Surkamp Verlag von Thilo Wiege. Kann ich sehr empfehlen. Vielleicht ist das die richtige Literatur, um den nächsten Schritt in die Richtung zu gehen, Natur als Subjekt betrachten zu können. Herzlichen Dank für dieses DFG-Exkursgespräch. Ich danke Ihnen, Herr Büchs.